Ich begrüße ganz herzlich Jürgen Schmiedgen zu unserem Thema Grundlagen der Apitherapie. Er ist selber Obmann für Apitherapie bei uns im Landesverband Sächsischer Imker und er ist Apitherapieberater beim Deutschen Apitherapiebund. Wir haben ja jetzt unsere Honigeinheit und den Honiglehrgang und ich dachte, das ist eine gute Session, um auch über den Tellerrand hinwegzusehen und auch mal zu gucken, was haben wir noch außer Honig für Bienenprodukte und was kann man alles damit machen. Und damit möchte ich das übergeben und du kannst dich dann auch selber nochmal vorstellen und einen Einblick geben. Okay, liebe Apitherapie-Freunde, auch ein herzliches Glück auf von meiner Seite. Ja, mein Name ist Jürgen. Ich bin nun jetzt schon mehrere Jahre hier im Apitherapiebereich tätig. Ich selbst habe 1968 bin ich in den Imkerverein eingetreten und imkere schon eine ganze Zeit. Und dann im Jahr 2001, da gab es mal einen Vortrag hier von Dr. Stangazio hier in unserer Nähe. Und den habe ich besucht und dann habe ich gedacht, Mensch, Apitherapie, das ist ja ein ganz anderes Feld. Und was kannst du alles noch lernen? Was kann man für sich selbst eigentlich noch aus den Bienenvölkern da herausholen? Das war Ansporn, um letztendlich in den Apitherapiebund einzutreten, 2006 eine ganze Ausbildung zu machen. Also man kann Apitherapie mal eine ganze Woche sich erzählen lassen und kann das lernen. Und da hat man immer noch nicht alles erreicht. Und ja, so hat sich das dann weitergetragen, dass wir auf diesem Gebiet dann auch ein bisschen tätig waren und dann in den letzten Jahren hier dieses Gerät zur Bienenluftatmung entwickelt haben. Ja, und da war ich zum Schluss vielleicht noch was dazu sagen. Thema heute ist vor allen Dingen Produkte aus dem Bienenvolk und die Frage zunächst mal, was ist denn überhaupt Apitherapie? Also Apitherapie ist die Apis, ist ja die Biene und Therapie die Form der Anwendung von Bienenprodukten. Und mein Vortrag, da ist ein bisschen so gestrickt, dass wir heute von den eigentlichen Produkten, die unser Bienenvolk gibt, ich mal in kurzen Abriss gebe, was da bei den einzelnen Produkten in puncto Anwendung am Körper überhaupt noch möglich ist. Das ist natürlich nur ein erster Abriss für die, die das weiter interessiert. Wir führen ja vom Landesverband der Sächsischen Imker immer solche Lehrgänge durch. Die sind dieses Jahr jetzt leider durch diese Corona-Geschichte ins Wasser gefallen. Und sonst gibt es da mal einen Grundlehrgang. Der Grundlehrgang selber geht schon mal 2 Tage. Daran sieht man, dass man da mehr erzählen kann. Und der Fortführungslehrgang, der sich auch immer jedes Jahr dann wiederholt, ist aber nicht immer dasselbe, sondern dann sind auch weiterführende Themen. Die gehen auch wieder 2 Tage. Es geht also mit selben Herstellungen und was weiß ich nicht. Also da kann man sehr, sehr viel machen. Ne? Also, wir fangen mal an. Die Bienenprodukte, naja, Honig kennt jeder, Blütenpollen auch. Ich hoffe, dass auch einige sich schon mal mit dem Thema Blütenpollen oder Bergerernten befasst haben. Propolis durfte nun auch jeder Imker kennen, Gelée Royale auch, Abilarnil, vielleicht der eine oder andere, aber manche auch nicht. Bienengift haben wir ja immer mal Kontakt damit, manchmal auch jetzt in der letzten Zeit zu wenig, da wir zu sanftmütige Bienen haben. Und wir haben Bienenwachs. Das Bienenwachs werde ich ansonsten nicht weiter streifen, möchte aber gleich an dieser Stelle mal darauf hinweisen, dass das Bienenwachs und die Qualität des Bienenwachses für unsere Produkte kriegsentscheidend ist. Wenn wir einen eigenen Wachskreislauf haben, dann können wir garantieren, dass dort letztendlich das, was wir ernten, auch beste Ware ist. Und das geht tatsächlich nur wirklich so. Bienenwachs in der Apitherapie wird natürlich auch angewendet. Wir kennen jetzt alle diese Wachsplatte, diese Wachs zum Auflegen, also auf der Brust oder so, oder diese Wachstücher, wo mit Bienenwachs Baumwollsachen dort hergestellt werden, wo man also auch Lebensmittel einpacken kann und Folie letztendlich ersetzt. Ich selbst habe also auch Flachsvlies, bei uns gibt es eine Flachsspinnerei hier, Norafin, und die stellen verschiedene Flachsvliese her und ich habe mir solches Flachsvlies geholt, das mit Bienenwachs getränkt und das decke ich im Prinzip im Winter damit meine Völker oben ab und isoliert die dann mit Holzwolle. Das heißt, Kunststoff kommt bei mir überhaupt nicht zum Einsatz, weil Kunststoff und Weichmacher letztendlich auch im Wachs sich speichern und sich wiederfinden würden. Und wir müssen lediglich dafür sorgen, dass unser
unser System nach oben diffusionsoffen ist. Und so haben wir also auch keine Schimmelprobleme. Schimmel ist ja auch sonst im Winter über so ein Thema. So, da fangen wir mal an mit den Inhaltsstoffen von Honig. Das mache ich natürlich immer für die, die überhaupt keine Ahnung haben von Honig. Da kann man jetzt ein bisschen drüber weggehen. Wir wollen ja ein bisschen Zeit sparen. Das kennen die ganzen Imker. Der ein oder andere halt auch in Imker, also in Gläser vom Deutschen Imkerbund vermarktet. Finde ich immer gut, weil es ist einfach eine Marke und es wird von den Leuten auch anerkannt. Ja, wenn wir bei Honig sind, dann sind wir natürlich auch dabei, dass ich auf jeden Fall Absperrgitter einsetze, keine Brutwaben in den Honigraum hänge, die Waben hier voll verdecken lasse, somit eben auch einen geringen Wassergehalt habe. Der Wassergehalt liegt bei mir generell unter 17%. Wenn wir Bienenluft machen, dann haben wir natürlich 15,5%, weil wir Wasser noch abführen. Und wenn die voll verdeckelt sind, dann ist der Honig auch ordentlich reif. Und man kann dann ganz einfach ernten, indem man einfach Bienenflucht einlegt und das die abwandern lässt. Oder wenn man eben mit starken Völkern, mit den Bienen was machen will, kehrt man sie halt ab und macht halt im Prinzip Kunstschwärme und hat dann gleich wieder neues Material. Ja, dann wird entdeckelt und natürlich mehrfach gesiebt. Und so haben wir dann einen sauberen Honig als Qualitätshonig zur Verfügung. Und wollen wir mal sehen, was der Honig uns in der Abitherapie bietet. Also Honig wirkt antibakteriell und entzündungshemmend, hilft der Leber und unterstützt die entgiftende Funktion. Und Honig hilft bei fieberhaften Effekten, das kennt ja auch jeder. Wir wissen als Imker natürlich, dass man den Honig nicht hier über 40 Grad erhitzt und dieses alte Hausmittel, heiße Milch und Honig rein, das ist halt so nicht richtig. Man muss halt Honig essen und die warme Milch dazu trinken. Es beruhigt auch hyperaktive Kinder. Honig unterstützt unser Immunsystem. Das ist also, unser Immunsystem ist wesentlich für unsere Leistungsfähigkeit des Körpers verantwortlich. Und das kann man also mit unserem Honig eben auch hochhalten. Oder Honig hat einen günstigen Einfluss auf den Herzmuskel und die Durchblutung. Und wirkt natürlich vorbeugend gegen Herzinfarkt. Also wenn wir immer Honig essen. Und ein Beispiel ist ja auch, wenn wir Sport treiben und sind richtig leistungsfähig und wir essen danach Honig, also auch vorher, aber auch danach, kriegen wir keinen Muskelkater. Das ist also ein Tipp, den viele Sportler da manchmal auch berücksichtigen. Es gibt Honigmassagen, das ist auch in der Abitherapie sehr gut, kommt das an. Die Honigmassagen lernt man auch in solchen Abitherapie-Lehrgängen. Und das hat aber nichts mit Wellness zu tun. Also wenn Honigmassagen richtig auf dem Rücken angewendet werden, dann ist das so ein Zupfvorgang, wo also die Haut massiert wird und alle Inhaltsstoffe, die dort nicht hingehören, wie kleine Poren gesäubert werden und eben auch, sagen wir mal, Sachen durch die Haut ausgeschieden werden, die man sonst im Prinzip mit sich rumträgt. Also beispielsweise hat man festgestellt, dass dort Medikamente und Rückstände, die man einnimmt, eben auch über die Haut dort durch Honigmassagen ausgeschieden werden. Insofern ist das also durchaus eine tolle Geschichte, wenn man Honig, das gehört einfach dazu, ich sage mal bei Imker. Ja, nun haben wir mal das Thema Honig auf offenen Wunden oder auf Operationswunden. Also wir führen ja ein selbstbestimmtes Leben und wenn ich hier ins Krankenhaus gehe, dann lasse ich mir auch nicht alles machen. Also wir brauchen die Schulmedizin, ist überhaupt keine Frage. Ich war jetzt erst vor kurzem mit den geplatzten Blinddarm wieder drinnen und das war sehr knapp. Und da war ich froh, dass die Ärzte mir da geholfen haben. Aber wenn es dann darum geht, die Nachsorge zu machen, dann muss man schon sehen, was man selbst tut und was man selbst bestimmt. Und dazu gehört eben auch, dass man Wunden im Prinzip mit Honig versorgt, in ausreichender Menge, wie das hier auf dem Bild dargestellt ist. Und es gibt eben auch einen medizinischen Honig. Ich war ja mal hier in der Leipziger Gesundsendung und da haben wir die Leute mit dem medizinischen Honig auch kennengelernt. Und es gibt hier eine seriöse Firma, wo man dann eben auch kein Problem hat, wenn man beispielsweise zur OP geht und nimmt diesen medizinischen Honig mit. Da wird dann von Ärzten eben auch problemlos auf die Wunden aufgetragen. Ja, das ist auch selbstverständlich. Wir sollten also am Tag 1 bis 2 Teelöffel Honig essen. Das ist diese Menge. Und die vertragen eben auch Diabetiker. Das ist ja mittlerweile eben auch bekannt, dass Diabetiker den Honig nehmen können. Hier ist noch einmal so ein Heilungsvorgang. Wenn man eben Honig drauf tut, man sieht, hier sind die Fäden noch drin, unten sind die Fäden gezogen. Und eine Zeit danach ist also ein kleiner
weißer Strich noch zu sehen. Und die Wunden, die verheilen, also narbenfrei. Das ist ganz verrückt. Also ich habe eben auch mal mit der Kettensäge geschnitten, einhändig, was man nicht machen darf, abgerutscht und Daumen hier besonders immer auf dem Knochen dann aufgeritzt. Und dann entsteht halt immer die Frage, machen wir jetzt eine Noteinweisung oder machen wir hier Eigentherapie in dem Fall. Also richtig viel Honig, den Daumen da reingedrückt und zugebunden und dann das paar Mal gewechselt. Und es ist wieder alles dann gewachsen und sieht auch gut aus. Also, da gibst du ein paar Anwendungstipps jetzt hier mit Honig und Zitronensaft hier, was man machen kann. Das ist so eine kleine Geschichte hier. Lassen wir mal kurz stehen, aber ihr könnt es ja dann im Video eben auch nochmal nachsehen. Da gibt es ja viele solche kleine Rezepte. Ein paar Stück davon habe ich mal mit eingeblendet. Kommen wir zum Blütenbeulen. Also Blütenbeulen kann man ernten, indem wir im Prinzip Pollenfallen aufbauen. Man muss bei den Pollen, wenn ich Pollenfallen aufbaue, muss man also auch die Völker, die in der Reihe stehen, alle mit den Fallen bedenken, sonst verfliegen sich die Bienen dann auf den Völkern, die keine Fallen haben. Es gibt Vorsatzfallen und unterliegende Fallen. Beide haben Vor- und Nachteile. Die Vorsatzfalle hat den Vorteil, dass ich die also schnell bedienen kann und schnell anstecken, wieder abnehmen. Hat den Nachteil, wenn es jetzt Regenperioden gibt, wie jetzt zum Beispiel so, wo es also immer schauert, dann ist da, wenn dort Wasser eindringt, ist also auch der Pollen dann hin. Ne? Da ist also, das geht so nicht. Und die unterliegenden Fallen, die haben eben den Vorteil, dass das hier Wetter unabhängiger ist, aber eben auch das Gemüll aus dem Bienenvolk darunter fällt. Die Fallen sind täglich zu reinigen, also zu leeren. Die müssen auch täglich verarbeitet werden. Der geerntete Pollen etwas gesäubert und dann kann man den tief gefrieren. Der pappt nicht zusammen, das kann man also die Kügelchen bleiben. Man kann das auch wieder so rausnehmen und weiterverarbeiten. Wichtig ist, dass man die Instrumente, also diese Auffangbehälter, die sollten Edelstahl sein, dass man die picksauber reinigt und vor allen Dingen mit Alkohol, weil Blütenpollen neigt auch sehr schnell zur Schimmelbildung und das wäre dann überhaupt nicht hilfreich. Also dort ist es ganz, ganz sauberes Arbeiten notwendig, wenn man das machen will. Wer das trocknen will, trocknen ist schwieriger, weil trocknen sollte man nicht über 30 Grad, dann verliert der Blütenpollen an Qualität, aber immens. Und insofern ist besser, man gefriert ihn ein und verarbeitet ihn dann im Prinzip frisch. Ja, wenn das so aussieht, dann freuen wir uns immer. Und Blütenpollen gibt es ja nur in unterschiedlichsten Farben. Wenn die Bienen den eingetragen haben, wird es ja umgelagert und umgearbeitet zum Bienenbrot. Es kommt immer etwas Nektar dazu. Es entsteht eine Milchsäuregärung. Und durch diese Milchsäuregärung werden auch die Zellen aufgespalten. Also das Bienenbrot ist im Prinzip hochwertiger als der Blütenpollen selbst. Man kann natürlich den Vorgang eben auch selber erzeugen, aber natürlich nicht in der Qualität, wie das die Bienen machen, weil die haben ja immer eigene Stoffe, die noch zusetzen. Wenn man hier Blütenpollen geerntet hat, hier seht ihr das mal, dann kann man also eine Milchsäuregärung erzeugen. Das geht mit verschiedenen Sachen und dann dauert es, je nachdem, wie man es macht, wenn man direkt eine Gärung macht, dauert es halt 4 Wochen. Man kann das anders machen, das geht schneller, zum Beispiel Zitrone oder Zitronensäure oder eben auch Essig. Gehen dabei auch, was man anwenden kann. Und dann ist das aber halt aufgespalten und letztendlich in der Verarbeitung eben auch besser für die, was man anwendet. Also der Blütenpollen, der entlastet den Leberstoffwechsel, hilft bei Appetitlosigkeit, erhöht die Darmdurchblutung und wirkt Darmentzündungen entgegen. Also Blütenpollen im Prinzip als, sagen wir mal, im Früh als kleinen Trink und so weiter anrichten und das zu sich nehmen, das ist wirklich für den Darm und für solche Sachen also absolut zu empfehlen. Auch letztendlich für die Augen kommen wir dann noch dazu, regt die Bildung von roten Blutkörperchen an, beruhigt das vegetative Nervensystem, hat bei Kindern eine günstige Wirkung auf die Lernfähigkeit, hilft bei allgemeiner Schwäche und Müdigkeit und stärkt die Augen bei anstrengender Bildschirmtätigkeit. Also das ist tatsächlich so, wer viel am PC arbeitet und macht mal eine richtige Kur, also man muss 6 Wochen lang, also eine Menge von Blütenpollen, das ist unbegrenzt. Man kann also, es hat mal jemand sich ein halbes Jahr nur von Blütenpollen ernährt, denn seine Blutwerte waren sagenhaft, also das auch solche Sachen, so extrem muss man nicht treiben, aber das geht letztendlich auch, nimmt man auch ab dazu.
Und Bienenpollen wird natürlich zur Desensibilisierung bei Bienenstauballergien eingesetzt. Das ist nicht anders wie gegen Heuschnupfen. Und gegen Heuschnupfen selber wirken ja viele Dinge. Man kann also Deckelwachs zum Beispiel auskauen. Das ist eine Sache, das ist aber nicht jedermanns Sache. Die Bienenstockluft, also 6 Sitzungen, 30 Minuten, der Heuschnupfen ist weg. Das funktioniert also auch ganz gut. Die Anwendung, wenn man das jetzt selber machen will und hat also Blütenpollen geerntet, würde ich immer empfehlen, den mit Honig im Prinzip aufzusetzen. Man macht also ein Glas Blütenpollen voll und gibt dann in dem Glas frischen Honig rein. Dann ist es praktisch so, dass der Blütenpollen nach oben steigt, weil es leichter. Schreibt das zu und dreht das immer jeden Tag mal. Und dann wird also die ganze Menge von Blütenpollen mit dem Honig durchsetzt und man hat also dann eine Masse nach einer Zeit, die man dann rausstechen kann und die ist also sehr gut gelöst und sehr gut auch zu verarbeiten, zum Beispiel eben in einzurühren in kleine Drinks oder so. Gut, das ist Zusammensetzung, was mir jetzt da noch drin ist, bei den meisten schon bekannt. Ja, dann kann man halt so kleine Smoothies machen oder sowas. Zum Beispiel hier eben auch mit Propolis-Lösung noch mit reingeben und so weiter und umrühren. Und dann hat man morgens eine ganz gute Geschichte. Also Zitrone ist auch immer gut, das ist ganz klar. Dann gibt es eine Bienenbrot-Erntemaschine. Also wenn wir jetzt über Bienenbrot reden und wollen Bienenbrot selbst ernten, dann müssen wir ja die Wabe zerstören. Das geht nun mal nicht anders. Aber wir haben ja zu viel Pollenwaben im Bienenvolk. Es ist ja jetzt so in der Zeit, warum schwärmen die Völker? Weil sie zu viel Pollen auch zur Verfügung haben. Also man sollte eine Wabe Pollen, ist okay, aber den Rest kann man rausnehmen. Und dann schneiden wir das in Streifen, gefrieren das ein und gehen das jetzt in diese Häckselmaschine. Also das ist so eine, das ist also speziell dafür gebaut. Da ist unten dran also Edelstahl-Separator. Das Ding kostet so ungefähr 300 Euro oder 400 Euro. Ist zu empfehlen für Vereine. Es braucht nicht jeder Imker, weil du brauchst das ein-, zweimal im Jahr. Und dann kann man das einfach weitergeben. Also als Verein so ein Ding kaufen und dann sagen, okay, wir verleihen das. Gibt mal jeder, was weiß ich, 5 Euro, wenn er es nutzt. Und dann ist das Geld auch wieder rein. Ist eine Empfehlung, weil das häckselt und trennt tatsächlich das Wachs vom Berger und auch so gut, dass man zunächst mal das Wachs für sich hat und die Kügelchen, die sind für sich und die haben vielleicht noch, also das 90% Wachs weg. Jetzt mache ich das so, ich gebe das dann wieder in den Eimer rein oder in den kleinen Hobok und dann wieder rein in den Gefrierer. Und nehme das dann einen Tag, 2 Tage später wieder raus. Die Kügelchen pappen ja nicht zusammen. Ne? Und gehe dann mit dem Rapido-Rührgerät rein und fordert einfach mal durch. Und dann passiert eins, durch den Rapido, da schlägt die restlichen, durch diese Bewegung, die restlichen Wachsteilchen ab. Die kann man absieben und hat dann absolut feines Bienenbrot. Also was man richtig gut verarbeiten kann. Zum Bienenbrot selbst und natürlich zum Blütenpollen auch, müssen wir natürlich sagen, wir müssen wissen, wo die Bienen hinfliegen und was dort los ist. Ne? Also ich sage mal so, es ist zu empfehlen, dort mal eine Probe zu nehmen und die hier in den Food QM zu schicken und die machen mal eine Analyse, ob dort nicht immense Schadstoffe drin sind. Also nicht, dass die Bienen jetzt wohin geflogen sind, wo gespritzt wurde oder wo irgendwas anderes drin ist. Das wäre natürlich dann nicht hilfreich. Also man sollte das schon bei solchen Dingen, die man dann in bestimmten Mengen letztendlich auch verarbeitet, schon mal kontrollieren lassen. Das ist einfach zu empfehlen. Ne? Ja, jetzt kommen wir mal zum Propolis. Propolis, unser Kitharz. Also ich sage es mal so, das ist ja die eigentliche Wunderwaffe. Wenn man das gesamte Spektrum hier aus dem Bienenvolk hernimmt, dann kann man ja tatsächlich sagen, dass das Propolis die Substanz ist, die es überhaupt möglich macht, dass Bienen, und zwar so viele Bienen, auf solch einem engen Raum überhaupt existieren können. Propolis als natürliches Antibiotika gleiten die ja ihre ganze Bienenwohnung aus. Das ist jetzt mal eine Biene hier mit Propolis an den Hinterbeinen. Und die kann das aber nicht so abstreifen wie jetzt ein Blütenpollen, sondern die stellt sich dann hin und die anderen Bienen knapsen das mit ihren Beißwerkzeugen ab. Und es werden halt dann so Depots angelegt. Es ist ja auch so, unsere
unterem Zeugen innen gehobelt, ist eigentlich nicht hilfreich. Die sollten rauch sein. Ne? Das ist alles solche Sachen. Also wenn man da hier mit der Kreuzbürste ruhig mal aufraut, dann ist das für die Bienen hilfreich, weil die haben dann einfach Stellen, wo die was ablagern können, was dann besser ist. Ne? Wir verwenden natürlich Propolis Gitter. Hier haben wir sowas. Bitte verwendet nicht diese grauen Gitter. Die grauen Gitter, das ist einfacher Kunststoff. Die haben also keine lebensmittelechte Zulassung. Zu empfehlen sind die Käsegitter. Die Firma Stanzpress, wenn ihr im Internet mal schaut, Stanzpress stellt Käsegitter her. Die sind auch meist auf diesen Imkermessen vertreten. Und die Qualität von diesen von diesen Gittern, die man als Propolisgitter einsetzen kann, die ist sehr hoch und die haben vor allen Dingen auch eine Lebensmittelzulassung und ein Zertifikat, dass dort keine Weichmacher entweichen. Sie sind sehr flexibel und man kann die problemlos eingefrieren. Also ich mache nichts anderes, ich mache die immer runter, wenn es halt soweit ist. Man kann durchaus zwei oder bei die anderen Felger, die man jetzt zur Bienenluft hernimmt, geht es noch mehr, dreimal Propolisgitter wechseln. Dann werden die übereinander gelegt, in eine Folietüte einfach reingetan, in den Tiefgefrierer. Und dann werden die mal rausgeholt und dann werden die einfach gerollt, so mit der Hand, einfach flach, so flach hingerollt, so auf einer ebenen Fläche. Und dann platzt das Propolis raus, das kann man einfach zusammennehmen dann und so wie hier, so ähnlich. Und hat dann zunächst mal ein gutes Propolis. Dann stellt sich natürlich hier die Frage der Verarbeitung. Kann man hier gleich mal ein paar Sätze noch dazu sagen. Wir haben ja jetzt hier ein Propolis, was durchaus einen hohen Wachsanteil noch hat. Und da muss man einfach wissen, wie kriege ich denn jetzt mal den Wachsanteil eigentlich von dem Propolis getrennt. Ich könnte natürlich hergehen und kann sagen, okay, ich mache eine Propolis-Lösung, dann gebe ich alles da rein, gebe Alkohol drauf. Wenn wir Alkohol drauf geben, also 70-prozentigen Alkohol, nicht 90 oder 99-prozent, 98-prozentigen Alkohol, habe ich in DDR-Zeiten auch noch schon falsch gemacht. Wir hatten ja den Schachter-Schnaps, ja, den hochprozentigen. Und es ist aber so, in der Abitherapie lernt man, dass bei den hochprozentigen Alkohol Dinge aus dem Propolis gelöst werden, die wir für die Abitherapie nicht brauchen. Also sollten wir 70-prozentigen verwenden. Das ist dieser Ansatz-Schnaps, den gibt es in allen wirklichen Sachen, wo man also auch ja, Bären dann ansetzt und so weiter. Ja, wie macht man das? Wenn ich jetzt ein Glas habe beispielsweise, gebe ich also eine bestimmte Menge Propolis rein und tue das dann noch einmal mit der gleichen Menge ungefähr, also vom Volumen her oben drüber mit Schnaps auffüllen, also mit diesem reinen Alkohol. Und dann sollte man das ja schütteln jeden Tag. Nun fahre ich viel Auto, ich nehme also das Ding einfach ins Auto. Es soll ja ein bisschen dunkel sein, kann man Decke drüber tun. Wichtig ist natürlich, dass das Glas richtig dicht ist, richtig mit dem Schnappverschluss und mit einer guten Dichtung. Nicht, dass man die Brühe dann im Auto hat, ne? Das ist nicht so lustig. Aber ansonsten kann man das tatsächlich, hier wird es ständig geschüttelt und nach 14 Tagen hat man schon mal eine Propolis-Lösung. Fragen viele, naja, wie kann ich denn jetzt feststellen, wie viel da gelöst ist? Na gut, wenn ich das wissen will, muss ich halt messen. Hä? Messen und rechnen. Ich kann also die Substanzen messen, die ich reingebe. Da habe ich dann Gewichte und Volumina und kann dann, wenn ich das Retouren nehme, alles zurückmessen und immer einen Dreisatz ausrechnen, wie viel dort im Prinzip dann gelöstes Propolis in dem Alkohol drin ist. Was wir erreichen, ist durchaus so 18 bis 20, 22%. Mehr erreicht man nicht. Wenn wir jetzt davon ausgehen und sagen, okay, wir wollen ja höherprozentiges Propolis haben, dann müssen wir halt das verdampfen. Also ich kann ja jetzt den Alkohol wieder herstellen und einfach verdampfen lassen in einem warmen Raum. Und das führt so weit, dass sich zum Beispiel der Alkohol völlig verdampft und dann das Propolis übrig bleibt. Und das Propolis als kleine Haut dann unten im Glas ist. Und das ist dann Propolis-Spieß, da ist also völlig rein. Weil da ist ja, ich habe ja das andere abgeseiht, ne, durch einen Filter gegeben und dann ist praktisch nur richtig das Propolis übrig. Wir wollten aber noch diskutieren, wie wir das Wachs rauskriegen, bevor wir, wenn wir das nicht so machen wollen, wenn wir beispielsweise Propolis anderschweilig einsetzen wollen. Also Propolis hat eine höhere Dichte als Wachs und als Wasser. Propolis liegt bei 1,1-1,2% und Wachs liegt da bei 0,96, 0,94 sowas.
Das heißt also, wenn ich das richtig klein mache und dann in den Wasserbeutel reingebe, dann schwimmt das, kann ich mal umrühren und dann schwimmt tatsächlich das Wachs oben und das Propolis geht unter. Und dann nehme ich das halt oben weg und das Wasser wieder weg und dann habe ich halt relativ sauberes Propolis. Das war jetzt mal so ein kleiner Hinweis, wie man das machen kann. Und der Einsatz jetzt von Propolis in der Abitherapie, also es beschleunigt die Wundheilung. Ich kann also Propolis durchaus auch auf Wunden geben. Wenn man so Schurfwunden hat, dann ist es im Prinzip hilfreich, nicht so diese offenen Wunden, die jetzt OP-Wunden sind, das sollte man dann nicht mit Propolis machen. Und Propolis im Menschlichen, wenn wir das einnehmen, das unterstützt also die Fresszellen im menschlichen Immunsystem. Was heißt das? Propolis wirkt gegen Krebs. Also es gibt derzeit fast jedes Jahr 300 klinische Studien weltweit über Propolis. Es ist wahrscheinlich eine Substanz, die riesen erforscht ist. Und man weiß auch ganz genau, welche Mechanismen im Prinzip im menschlichen Körper, welche Schalter dort umgeschaltet werden, um das praktisch aus so einer Krebszelle wieder was Normales wird. Aber man kann Propolis nicht patentieren, das ist ein Naturprodukt. Und man hat natürlich, man weiß ja auch, welche Substanzen aus dem Propolis da wirken. Und da hat man auch versucht zu isolieren. Das hat ja auch funktioniert, aber wenn man das künstlich herstellt, wirkt das halt nicht. Insofern haben die Leute halt wenig Interesse daran, das also richtig hier einzusetzen. Wir selbst haben die Erfahrung gemacht, also ich hatte mal hier einen Fall, wo ein junges Mädel einen Hirntumor hatte, die war also für schulmedizinisch austherapiert, wie man sagt, und hatten sie ja 1,5 Jahre zum Leben noch gegeben oder so. Und dann kam die Oma und hat gesagt, ja, du erzählst ja so Zeugs und was macht man denn da? Also, wir gehen erst einmal Propolis hochdosiert. Ich sage dann noch was dazu, zu der Hochdosierung. Und dann gab es diese Abitherapie-Konferenzen und da habe ich die mitgenommen und Ärzten vorgestellt und die haben dann selber noch was zusammengerührt und die Oma hat es dann gekauft, so Ampullen hier. Und da war also auch Hauptbestandteil Propolis und noch ein paar andere Sachen drin. Und nach einem Vierteljahr haben die Schulmediziner gesagt, was ist jetzt los? Der Tumor wird kleiner. Und noch eine Zeit später war er also so weit geschrumpft, dass er operativ entfernt werden konnte und das Mädel ist gesund. Ne? Und das ist kein Einzelfall. Es wirkt antidepressiv, wirkt einer übermäßigen Entzündungsreaktion entgegen, verringert Nebenwirkungen bei Chemo- und Radiotherapien, da haben wir also auch ganz große Erfolge, muss man ganz einfach sagen, wirkt dann Zahnfleischentzündung entgegen und festigt die Zähne. Also man kann in jedem Fall Zahncreme mit Propolis verwenden. Also ich bin jetzt in einem Alter, wo man das braucht und dass die Zähne da fest und gesund bleiben. Und das funktioniert tatsächlich auch gut. Schützt die Haut und die Schleimhäute. Anwendungstipps, ein Test wegen der Allergie. Also man muss immer erst einen Test machen. Das geht jetzt so ein Tropfen zum Beispiel in der Armbeuge und dann sieht man, ob sich da die Haut rötet oder nicht. Wenn da nichts ist, dann kann man bedenkenlos fortfahren. Und wenn da auch was ist, dann muss man Arzt konsultieren. Das muss dann näher getestet werden. Zur Vorbeugung und Stärkung des Immunsystems kann man das 20-prozentige Propolis einsetzen. Und davon sollte man 5 bis 10 Tropfen täglich nehmen. Unser Körper wirkt also nicht, also der bildet keine Resistenzen gegen Propolis. Das ist einmal ganz wichtig. Also man kann ja sonst, wenn man irgendwas anders nimmt, und nimmt das ständig, dann ist der Körper dagegen resistent und es wirkt nicht mehr. Und das ist aber bei Propolis nicht so, weil sich ja die Inhaltsstoffe wahrscheinlich eben auch leicht ändern, weil Propolis nicht immer das gleiche Propolis ist. Bei akuten Entzündungen muss man die Dosis immens steigern. Und da gibt es so einen Grundsatz, der also auch vom Abitherapiebund hier auf der Abitherapie-Seite dort freigegeben ist. Körpergewicht in Kilogramm mal 1 Tropfen pro Tag. Und das verteilt auf 4 Gaben. Machen wir ein Beispiel. Es wiegt jemand 80 Kilogramm, dann sind es 80 Tropfen. Und das verteilt eben auf 3 oder 4 Gaben. Wenn man 4 Gaben macht, sind es 20 Tropfen früh, Mittag, zum Abendbrot und vor ins Bett gehen. Und wenn jetzt diese akute Entzündung nachlässt, dann muss man diese hohe Dosierung weiterführen bis, also mindestens eine Woche länger, wie man schon denkt, das ist wieder gut, ne? Wenn man das nicht tut, sind noch nicht alle Viren und alles das, was man abtöten will, tatsächlich geschafft. Und mir ist das selber auch schon passiert. Ne? Ich habe also
Grippeballeneffekt und dann Probeless genommen, hochdosiert und dann zwei Tage später volle Kanne und wieder ins Büro und gar nicht so ausgeruht und voll weitergemacht. Und dann ging es gleich wieder gut und dann aufgehört im Prinzip mit der hohen Dosierung. Und dann kommt natürlich das zurück und dann haut es einen auf die Bretter und dann nimmt sich der Körper die Auszeit und dann kann man nichts machen. Also das wird, man sollte da schon ein bisschen auch drauf hören. Also wir haben ein 40-prozentiges Propolis, kann man herstellen, indem man halt Alkohol verdunstet. Und das 40-prozentige ist halt wirksamer, zum Beispiel eben für die äußeren Anwendungen wie Warzen, Abschürfungen, Nagelbettentzündungen und so solche Dinge. Da kann man also das 40-prozentige Propolis dann dort eben auch gut einsetzen. Wir machen eine Mischung, die heißt ja Abipro, das haben wir mal vor Jahren gemacht, das Blütenbeulen, Propolis, Gelee Royal im Honig eingemischt und es wirkt so desensibilisierend und nimmt man am Tag ein Teelöffel, 10 Gramm und da ist halt die Welt in Ordnung. Also solche Dinge kann man selber eben auch machen. Das sollte man sich wirklich angewöhnen, diese Substanzen, die ja unser Bienenvolk bietet, dort eben auch zu sammeln und da ein bisschen was zu machen. Wie gesagt, es gibt verschiedene Sachen. Hier haben wir bloß ein paar Beispiele. Diese Beispiele, zum Beispiel Rachenspray mit Alkohol und Nasenspray mit Propolis und Zahncreme und Lippenstifte und so weiter. Das sind ja Sachen hier von verschiedenen Herstellern. Das könnt ihr im Internet nachsehen. Es gibt hier Dragees, wer das einnehmen will oder so Balsams und so weiter. Was ganz wichtig ist, man darf Propolis nicht verbrennen. Der Rauch wirkt toxisch. Und das habe ich am Anfang auch noch geschätzt. Also das ist tatsächlich so und das ist also ganz wichtig. Man kann Propolis verdampfen. Es gibt so verschiedene Verdampfer. Das sei hier diese Propo-Air, wo man so Glashirschen einsetzt. Wir haben auch viele solche Dinge schon hier gehabt und bin mit den Sachen nicht ganz so zufrieden mit der Qualität von den Geräten. Diese Biene da hier, das ist natürlich was Schönes für die Kinder. Die haben wir auch bei unseren Enkeln. Es gibt also Teil hier fürs Auto, wenn man lange Strecken unterwegs ist und hat dann so eine Propolis-Luft drin. Das ist tatsächlich schön. Die Glasröhrchen, das ist einfach so, da ist das Propolis drin. Der Imker selber, der muss halt sehen, dass er das rauskriegt, wenn das verbraucht ist und selber wieder füllt. Und es ist eben so, wenn da mal ein bisschen Wachs oben drauf ist, dann lässt die Wirkung natürlich auch nach. Also man muss dann im Prinzip mit einem Urtopfer oder mit einem Küchentuch hier das Wachs mal raustupfen, dass also das Propolis auch nach oben in der Lage ist, überhaupt zu verdünsten. Ne? Es gibt einen Propostreamer, dieses Teil, das kommt glaube ich aus Jugoslawien oder so, findet ihr im Internet hier, jetzt in vielen Sachen, wir haben die glaube ich auch hier. Und das ist eigentlich das Teil, wo ich sage, das ist von Imker. Also da hat man die beiden Glasschälchen und kann dort einfach einen halben Teelöffel Propolis reingeben und dann hat man also durch die große Fläche eine riesen Wirkung. Wir selber haben diese Propolis-Verdampfer, ich habe ein Büro mit 12 Beschäftigten und habe diese Propolis-Verdampfer, in jedem Raum steht einer, weil die jetzt in dieser Zeit natürlich erst recht, sodass also die Luft dort drinnen bei den Mitarbeitern dort recht angenehm ist. Und da muss ich auch nichts sagen, die pflegen das selbst, die kümmern sich darum, dass das Schälchen da immer gefüllt ist und so weiter und so fort und dass das alles funktioniert. Das geht also sehr gut. Kommen wir zum Gelee Royal, zum Weißelfuttersaft. Normalerweise in großen Gesprächsrunde, also ich habe jetzt die letzten, hier war ich in Österreich, da waren 500 Leute, super Vortragstechnik, kann man natürlich auch mal eine Frage stellen in die Runde, das kann man jetzt sehr weniger machen. Sage ich immer, wer erntet denn hier Gelee Royal? Und dann sind da nur wenige dabei. Ne? Wenn ich dann sage, na gut, aber ihr habt doch nur die Zellen und die fallen doch an, das ist doch unweigerlich. Esst er dann wenigstens die Zellen auf und lässt es die auch gleich mit Made, dann gibt es also auch damit unter Nasenrümpfen und so. Also am Anfang hat mir das auch erstmal Überwindung gekostet, aber man muss ja ehrlicherweise sagen, manche essen Schweinefleisch, ne, und was die Sau so treibt, das will ja keiner wissen. Und hier liegt die Made in das Beste, was es gibt, in dem Futtersaft, und sonst soll man die Made nicht essen. Ja, und wie könnte man jetzt Weißelfuttersaft ernten? Also, das sage ich immer Folgendes, wenn ihr rausgeht, nehmt bitte ein braun- oder violettglas mit und ein sauberes Messer
Und wenn ihr jetzt bei den Völkern seid, dann schneidet die Weißelzellen auf, wenn ihr die nicht braucht. Und wenn die schon verdeckelt sind, kann man die auch aufmachen, weil dann oben drinnen immer noch syrischer Klumpen im Prinzip Gelee Royal ist. Nehmt das raus, das Gelee Royal, gebt es rein in dieses braune oder violett Glas. Und dann im Anschluss gebt ihr bitte frischen Honig drauf, sodass das Gelee Royal überdeckt ist. Gelee Royal verliert sehr schnell seine Wirkung, wenn es oxidieren kann an der Luft. Und das kann man aber durch den Honig im Prinzip verhindern. Und dann stellt er das Glas in den Kühlschrank und wenn er halt wieder zur Durchsicht geht und wieder vermutet, dass da Weißelzellen sind, dann kann man das erneut wiederholen. Und wenn das ein paar Mal ist, dann kriegt man schon ein kleines Glas im Prinzip, also Gelee Royal im Honig mal zusammen, was man dann im Winter, wenn es Not tut, mal verarbeiten kann und auch selber da mal dran naschen kann. Also Gelee Royal, das fördert die Bildung von neuen und gesunden Zellen auch im Knochenmark. Und das ist ja jetzt gerade so eine Botschaft, wenn ich also eine Operation erleide und es werden zum Beispiel Nerven oder so solche Dinge verletzt oder eben auch durchgeschnitten und sowas alles, dann ist es ganz wichtig, dass man in dieser Zeit natürlich Gelee Royal zu sich nimmt. Und das auch ausreichend, weil es ist tatsächlich so, dass dann das Gelee Royal in der Lage ist, gesunde Zellen dort wieder zu bilden und dass sich das eben alles dort wieder richtig einrenkt. Das hilft unserem Immunsystem, es regt einen Stoffwechsel an, hat eine antibakterielle, antivirale Wirkung. Also wenn wir diese drei Substanzen jetzt nochmal hernehmen, der Honig antibakteriell, das Propolis gegen Bakterien, Viren und Pilzen und das Gelee Royal antibakteriell und antiviral, ne? Also gegen Bakterien und gegen Viren. Das wird also auch in der Tumortherapie sehr wirksam eingesetzt. Es senkt das Fieber. Unsere Tochter hat, wo sie einen zweiten Enkel hatte, ja, einen zweiten Enkel hatten, gab es mal, war da 2 Monate alt und hat sich halt bei seinem Bruder so richtig grippal angesteckt. Und hat ein hohes Fieber bekommen und dann wusste halt alles mehr, was machst du jetzt? Ist zur Ärztin und da hat die Ärztin gesagt, ja, es hilft dir jetzt gar nicht, also müssen wir Antibiotika geben. Ist nach Hause und hat dann gedacht, nee, also Papa hat ja immer was anderes erzählt, ja, versuchst du einfach mal Gelee Royal. Und hat sie Gelee Royal gegeben und 2 Stunden später war das Fieber weg. Ne? Und da ist es zur Ärztin, hat es erzählt und da hat die Ärztin, alle jungen Mütter, die also Probleme hatten hier, mit Fieber, mit den Babys zur Susanne geschickt und hat gesagt, holt euch dort ein bisschen Gelee Royal, das ist besser. Also es gibt da Ärzte, die durchaus anerkennen, dass unsere Naturstoffe und Naturheilverfahren eben etwas bringen. Und ich stelle jetzt immer mehr fest, dass also die Ärzteschaft sich immer mehr bewegt, weil die durchaus auch unzufrieden sind mit dem, was unsere Pharmaindustrie dort bietet. Die Anwendung, man braucht also relativ wenig für solche Dinge, also 0,5 bis 1 Gramm reicht dort. Gibt es also verschiedene Produkte, wo Gelee Royal ist ja als Jungbrunnen bekannt, wo das überall drin ist, Seifen und so weiter und Cremes und sowas alles. Diese Gelee Royal Honigcreme hier vom Imkergut, die hilft mir persönlich gegen Neurodermitis. Wenn ich Neurodermitis ist ja dann so, wo es am Knie gehen oder irgendwas juckt, wie verrückt, du musst kratzen, kratzt immer mehr und dann da läuft früher, also Blut jetzt, ne? Weil man denkt, man muss immer mehr kratzen. Und wenn man das drauf schmiert, dann hört das sofort das Jucken auf. Und wenn das Jucken aufhält, hört, dann kann man halt eben auch alles ausheilen. Und das funktioniert relativ gut. Deswegen nehme ich das persönlich hier. Ja. Das ist ein Buchtipp hier: Gelee Royal von Dr. Matthias Uhlthafer. Ich kenne den persönlich, so Österreicher. Wir haben uns mal auf so einer Vortragsreihe kennengelernt. Und er hat dieses Buch hier, hat er mal alle Forschungen aus der Welt zusammengetragen. Und da ist ja, gibt es also eine ganz bekannte Geschichte, eine Forschung, also eine klinische Studie aus Japan, die besagt, dass 5 Gramm Gelee Royal am Tag immens stoppen können und auch wieder verbessern. Und seit das bekannt ist in China, nee, nicht in China, in Japan, da kaufen die Japaner den Weltmarkt von Gelee Royal leer. Man muss natürlich auch wissen, unsere Queen Elisabeth, die kriegt auch jeden Tag Gelee Royal. Ne? Wir haben Abilarnil. Das mögen manche kennen, viele aber eben auch nicht.
Also was ist das überhaupt? Abilernie ist der Drohnenmagensaft mit der Drohne. Also es wird hier Folgendes gemacht. Es wird einfach die Wabe, die Drohnenwabe, wenn die noch nicht verdeckelt ist, so am fünften, sechsten Tag hier entnommen und muss dann aber sofort verarbeitet werden. Wir haben es hier mit einer lebenden Masse zu tun. Man kann es jetzt hier zerbrechen und dann in den Mixer rein schreddern. Und dann im Prinzip das Ausquetschen durch ein Sieb geben oder so, dann sei die Wachsbestandteile, die bleiben übrig und man hat das so eine graue Masse, die dann hier übrig ist. Und die füllt man halt einfach in Gefrierbeutel rein oder in so Gefrier-Eiswürfelbereiter zum Beispiel. Und dann hat man das zur Verfügung. Es gibt Hersteller, die sowas professionell herstellen und gefriergetrocknen, dann die Substanz, das ist natürlich dann lange haltbar. Ganz klar, aber wenn man es selber machen will, also dort ist, was nicht geht, von den Stand, von den Außenstand, das Zeug rausnehmen und transportieren, das funktioniert überhaupt nicht. Also man muss im Prinzip das rausnehmen, muss sofort die Biene schließen und dann sofort an die Verarbeitung gehen. Sonst ist die Gefahr, dass da was verdirbt und dass man sich da auch was einschleppt, die ist einfach zu groß. Ne? Also es gibt dem Körper Energie, es wirkt vitalisierend und regenerierend, erhöht die physische und psychische Stärke, verbessert Gedächtnisleistung, verbessert Stoffwechsel, wirkt gegen Müdigkeit, Stress und Depressionen und es erhöht die Anzahl der Samenzellen und der Verbesserung der Motilität. Wenn man das hört, dann gibt es meistens gleich Gelächter, wenn man sagt, das ist hier der Ersatz der blauen Pille. Aber nun ist es so, ich habe durch meine Tätigkeit ja auch mit vielen Ärzten zu tun. Und die Frauenärzte, die sagen also auch, dass sehr oft jede dritte Ehe heutzutage überhaupt nicht in der Lage ist, Kinder zu zeugen. Ne? Weil eben unsere Umwelt und unser ganzes Verhalten eben auch mitunter dazu führt, dass das nicht mehr funktioniert. Und da hat man also festgestellt, wenn der Mann eben dieses Abilernil und die Frau das Gelee Royal nimmt, dass das dann durchaus Kinderwunsch geholfen werden kann. Insofern ist das also eine gute Geschichte. Bienengift. Bienengift ist also eine Sache, die wir als Imker ja haben, wo wir aber eigentlich können wir die nicht anwenden. Also man kann jetzt nicht also als Abitherapeut also hergehen und kann sagen, na komm, da kommt der Patient und jetzt setzen wir da mal eine Biene drauf und stechen den, wo es halt weh tut. Also das sollte man wirklich nicht machen. Das ist nach meinem Dafürhalten, ist das Ärzten und Heilpraktikern vorbehalten, die sich tatsächlich beispielsweise mit chinesischer Medizin hier auskennen. Ich war mal in China mit hier. 2012 haben wir also solche Arztpraxen gesehen und die stechen dort auf Akupunkturpunkte richtig mit Bienen und wir durften dort auch filmen und so weiter und so fort. Und diese Frau da hier, die linke Seite ist das, die hat also da um die 30 Stiche da gekriegt an dem Tag. Das muss man sich vorstellen, das ist schon viel. Rechts ist ein Mann, der hat dann in der Wirbelsäule runter, hat er auch sehr, sehr viele Stiche, da hat er aber gejammert. Ja. Und die Frau war ziemlich tapfer, ja. Und die konnte natürlich wieder laufen. Die war vorher im Rollstuhl. Meine rechtzeitige Arzt gesagt, das ist mein Retter und das ist alles gut hier und so. Also was mich gewundert hat, wir durften dort ohne Zensur alles aufnehmen und so weiter. Und man sieht aber hier, dass der Arzt jetzt hier auf der rechten Seite, wo er die Biene hält, die eigentlich Schütter trägt. Ne? Und der Übersetzer, der hat uns dann gesagt, alles so übersetzt, er nimmt ihr die Waffe. Also das ist ungefähr so, es ist ein Unterschied, wenn man eine Biene hinsetzt und die aus eigener Energie einen Stich ablässt oder wenn praktisch die Biene gar nicht mehr der Lache ist zu stechen und da setzt es also drauf und drückt auf den Hinterleib und dann wird der Stachel reingedrückt. So müsste man das verstehen. Und das haben die halt gesagt, da gäbe es also vom Gift her oder von dem wahrscheinlich nur von dem Muskel, der das Gift reinspritzt, einen Unterschied, dass man es besser verträgt oder so. Also da kenne ich mich auch viel zu wenig aus, muss ich ehrlicherweise sagen. Da haben wir im Abitherapiebereich, haben wir Experten, die also da auch mit Bienengift sehr viel machen. Wir haben Leute, die also Multiple Sklerose hier hochdosiert mit Bienengift und hochdosiert mit Vitamin D3 behandeln und da Riesenerfolge haben und aber angefeindet werden immer. Wenn jemand solche Sachen macht und hat er Erfolge, dann ist er ja meistens nicht so gern gesehen, ne, von manchen Leuten. Wir haben ja in der DDR-Zeit, haben wir ja selber Bienengift gewonnen und haben eben auch, also ich selber jetzt nicht, aber wir haben ja
als Imker wurde das ja hier gewonnen. Und wir haben ja in Blankenburg eben auch Bienengiftsalbe hergestellt. Diese Sache wurde 1990, diese Patente und diese Sachen hier nach Amerika verkauft. Und da hatte mal Dr. Winter, da hat ihn mal angeschrieben, den Konzern hat gebeten, die mögen doch mal bitte wieder die Bienengiftsalbe schicken. Und da hat er zur Antwort bekommen, wir haben das ja gekauft, damit es die Salbe nicht mehr gibt. Und dann hat der Dr. Stangazio im Rumänischen hier diese linke gelbe Dübe hier dort rausgebracht. Die haben also wieder ein eigenes Rezept entwickelt. Und auf der rechten Seite sehen wir diese spanischen Sachen. Also es gibt jetzt wieder diese Bienengiftsalbe. Die wird also in verschiedenen Shops gehandelt, allerdings nicht öffentlich. Also wo man dann auch sagt, auf Nachfrage, weil hier natürlich dann schon im Arzneimittelbereich zum Teil ist. Ja, und dann gibt es so verschiedene Rezepte in der Abitherapie. Ich werde das jetzt weiter nicht kommentieren. Ich lasse das mal so stehen. Ihr habt das ja dann hier auf dem Schirm und könnt euch das ja auch nochmal nachsehen. Also man kann im Prinzip hier solche Cocktails sich selber mischen und ihr seht immer, es ist also ein hoher Anteil von Blütenpollen, Bienenbrot drin, Gelée Royale, Propolis immer dabei. Man sollte Entdeckungswachs, kann man also auch mitgeben, das ist alles schlecht, ne? Und dann immer mit Honig auffüllen. Und es ist natürlich so, dass eben auch zum Beispiel verschiedene Honigsorten eben auch verschiedene Wirkungen noch entfalten. Also es wäre nochmal ein völliges Thema für sich, wenn man da jetzt nochmal was machen wollte, könnte man also auch darüber nochmal eine lange, lange Zeit letztendlich reden. Ja, ich komme jetzt schon, ich habe mich ja beeilt, man sei jetzt schon in der Schlussphase hier. Da will ich mal noch eine Sache hier anbringen. Also Oxymel, das wird auch von vielen gar nicht gekannt. Oxymel ist ein Krafttrunk aus Honig und Essig. Zunächst mal ist Ur-Oxymel und man sieht, also diese Frau hier auf der linken Seite, Gabriela Nedoma aus Wien, die hat also aus alten Schriften diese ganzen Sachen dort wieder ausgegraben, hat mehrere Bücher geschrieben, wenn er dort mal ins Internet geht, werdet ihr Bücher sehen. Allerdings sind die letzten Ausgaben auch schon wieder vergriffen. Also wunderbar, was die alles rausgehört und hat viele Rezepte drin zum Nachahmen und man kann es also tatsächlich selber herstellen. Und wir machen das also auch. Ich selber mache das also auch. Der Honig hat seine Wirkung und ein sehr guter Essig, wie Apfelessig zum Beispiel, hat also auch eine absolut hohe Wirkung. Und man sagt eben, diese beiden Sachen zusammen, die verfallen noch eine viel, viel größere Wirkung aus. Und man kann es ganz einfach als Getränk anbieten. Also wir haben jetzt, ich mache jetzt seit voriges Jahr, mache ich das, habe ich immer gleich ein großes Fass, gebe dort Honig rein und gleich noch einen ganzen Kanister hier Apfelessig, halt im Verhältnis 1:3, also ein Teil Essig und drei Teile Honig. Hör das um und dann wird es abgefüllt, es hält sich ja, also das verdirbt nicht und so. Dann wird es in große Trinkflaschen abgefüllt, so 5 Kilo Dinger hier. Steht bei uns im Büro in jeder Etage. Und Wasser gibt es ja auch frei und dann nehmen sich das die Mitarbeiter und füllen das im Prinzip auf und dann geht es gut. Und das ist ja wichtig, dass es den Mitarbeitern gut geht. Ja, und wir selber trinken also auch hier das Gleiche. Das ist also jetzt hier, das ist Oxymel. Das ist jetzt mit Wasser verdünnt ganz einfach und schmeckt natürlich wunderbar. Und man kann jetzt, wer natürlich hier Kräuterspezi ist, da kann natürlich jetzt die ganzen verschiedenen Kräuter dort reinmachen, also ob man da Spitzwegerich oder andere Dinge. Und da wird also immer aus diesen Kräutern heraus noch einmal was ganz Exaktes. Also das kann man kann alles im Prinzip mit Oxymel anreichern, hat dort ein riesen Spektrum für bestimmte Dinge, die man dann den Körper dort zuführen kann. Ja, jetzt komme ich schon wirklich langsam zum Schluss und da wollte ich eigentlich noch einmal Corona-Update machen und sagen, in diesen Zeiten hier, wie kann uns die Abitherapie letztendlich helfen, was können wir tatsächlich tun? Da muss man als allererstes sagen, also ganz entscheidend für nicht nur für diesen Coronavirus, der unstrittigerweise sehr hoch ansteckend ist. Also was wir brauchen, ist einfach ein starkes Immunsystem. Dann kann uns auch dieser Coronavirus nichts anhaben. Aus vielen Kontakten, internationalen Kontakten, zeichnet sich ab, dass der Vitamin-D-Spiegel stimmen muss. Der Vitamin-D-Spiegel, also Vitamin-D ist dieses Sonnenhormon, was letztendlich immer unterschätzt wird,
Man muss das zuführen, weil wir im Winter über im Prinzip und meistens da drinnen sitzen und ja gar nicht so. Also man kann ja sowieso von September bis April kein Vitamin D erzeugen, selbst wenn Sonne scheint, weil es durch die gar nicht funktioniert, durch den Winkel. Ne? Und insofern ist es halt wichtig, dass man dort auf den Vitamin D-Spiegel achtet. Da wird von der Schulmedizin, ist der dummerweise zu niedrig angesetzt worden. Wenn er jetzt mal ins Internet geht und schaut dort zum Beispiel auf Professor Spitz, könnt ihr wunderbare Sachen nachlesen und er zeigt euch auch, was der richtige Spiegel ist und wie man es machen kann. Wir haben das gemacht. Wir haben also unseren Vitamin D-Spiegel angehoben und pflegen den eben auch. Was wir weitermachen können, Propolis verdampfen. Ich hatte ja vorhin gesagt, habt ihr die Propolis Verdampfer gesehen, gezeigt. Wir haben also im Büro diese Propolis Verdampfer. Ich habe jeden Haushalt nochmal einen Propolis Verdampfer geschenkt jetzt in dieser Zeit. Ich habe gesagt, ihr müsst keine Angst haben. Ihr habt Propolis Verdampfer, schaltet die an. Es wird euch einfach gut gehen. Also es ist die Frage, wenn wir uns irgendwas einfangen im Virus, ob wir denn nicht mit unseren ganz normalen Dingen bekämpfen können. Propolis-Tinktur einnehmen, halt unser Immunsystem stärken. Bienenstockluft atmen geht ja jetzt wunderbar. Wir haben also jetzt die ersten Anzeichen, dass das Corona-Geschädigte, die also Lungenschäden davon tragen, eben auch mit Bienenstockluft geholfen werden kann. Propolis-Rachenspray gibt es ja, diesen Rachenspray verwenden, das ist eine ganz tolle Geschichte. Wenn ich jetzt tatsächlich in eine Situation komme, wo ich auf einmal merke, Mensch, habe ich mir jetzt was getan, ist so komisch im Mund und so weiter, es ist mir blöd. Dann habe ich das Rachenspray dabei, gebe 2, 3 Stöße da rein und dann ist das wieder gut. Das kann ich einatmen, das Rachenspray. Ne? Fieber zulassen, also viele Fachärzte sagen, die also die spanische, deren Väter im Prinzip die spanische Grippe mitgemacht haben und sagen, ganz entscheidend ist bei sowas keine fiebersenkenden Maßnahmen machen, sondern Fieber zulassen, weil das Immunsystem, das reagiert mit Fieber und das ist gut. Man hat also jetzt auch festgestellt, dass Bienengift gegen Corona wirkt. Das wäre aber wieder eine Frage, wir selber können uns ja stechen lassen, aber fremden Leuten sollten wir das nicht antun, die müssten das dann schon mit den Ärzten ausmachen. Im Übrigen nochmal auch ein Thema, Bienengift, vielleicht zum Schluss. Es ist ja so, dass oft ältere Imker auch Giftallergien erleiden und so richtig also aphylaktischen Schock oder sowas erleiden können. Und da hat man jetzt festgestellt, dass das nicht passiert, wenn unser Körper mehr als 50 Stiche im Jahr hat. Wir haben ja sehr sanfte Bienen, da kann es schon passieren, dass weniger sind. Also müssten wir mal darauf achten, dass wenn die Bienen uns nicht stechen, dass wir uns mal Bienengifte ein bisschen zuführen. Und dann gibt es eine Grenze, das ist 250 Stiche im Jahr, dann kann uns gar nichts mehr passieren. Also dann ist man richtig immun. In der Spanne dann ist es immer noch so ein bisschen vakant. Also das vielleicht noch so als kleiner Hinweis zum Schluss. Hier sind noch ein paar Internetseiten, wo ihr mal nachschauen könntet. Und ich stünde jetzt natürlich gerne noch für Fragen zur Verfügung. Ja, hallo. Hallo. Ich habe jetzt ganz viele Aussagen gehört und ich wäre interessiert an Quellen, wo ich das nachlesen kann. Zum Beispiel zu Corona, da kennt man ja noch so wenig. Und zu sagen, Bienengift hilft gegen Corona, da würde mich interessieren, wo es da die Quellen, die Studien dazu gibt. Also und zu vielen anderen Aussagen auch. Ja, also es gibt zu diesen Corona-Sachen gibt es jetzt Studien, die sind meistens noch nicht abgeschlossen. Ich habe diese Aussagen im Prinzip über den Apitherapiebund. Dort haben wir Leute, die sich darum kümmern, die das verfolgen und die haben dann die entsprechenden Links mir immer geschickt. Also wenn du mir eine E-Mail zukommen lässt, dann kann ich gerne im Prinzip versuchen, bestimmte Dinge dort weiterzuleiten. Das ist kein Problem. Ja, danke. Also soll ich die jetzt da in den Chat reinschreiben, die E-Mail-Adresse? Du kannst überlegen, ob du die in den Chat für alle machst oder bloß an ihn sendest. Du kannst bloß an Jürgen senden. Du kannst auswählen, Jürgen, und dann sieht er bloß die E-Mail-Adresse. Ja, danke. Ja. Gut. Und ich kann vielleicht noch sagen hier, dass die Sachen, die ich jetzt so in den Tafeln vorgetragen habe, dass das tatsächlich Wissen ist, was man im Apitherapiebund lernt. Also im Apitherapiebund, wenn man dort im Prinzip direkt diese Ausbildung macht, dann kriegt man diese Sachen tatsächlich mit und kann die dann auch für sich weiterhin verwenden. Ne?
Ja, nur zum Beispiel mit Vitamin D. Also Vitamin D für so viele Dinge verantwortlich zu machen, ist ja ebenfalls eine sehr umstrittene Sache. Ja, aber da gibt es die Befürworter, die alles unter Anführungszeichen auf Vitamin D zurückführen. Und dann gibt es genauso die Gegenstudien, die besagen, dass das überhaupt keine Korrelation hat. Also ich sage immer so, man muss die Dinge natürlich für sich selbst entscheiden, ne? Was man glaubt. Also es gibt ja wissenschaftliche Sachen dazu, und einer der großen für mich im Prinzip, der diese Vitamin-D-Geschichte eben auch ordentlich erklärt, das ist der Professor Spitz. Und wenn du mal im Internet einfach Professor Spitz eingibst, dann kommt zu Corona, dann kommt nicht zu Corona, Entschuldigung, dann kommt zu Vitamin D, kommt dort wahnsinnig viele YouTube-Videos eben auch. Und der hat eine sehr, sehr schöne Art, das eben auch zu erklären als Professor. Und ja, man muss das selber dann entscheiden, ob man das glaubt oder nicht. Also man kann diesen Vitamin-D-Spiegel mal messen lassen. Das sollte man tun. Und dann muss man halt mal sehen, ob man da was machen will oder nicht. Also ich sage jetzt mal so, es gibt ja mehrere Ärzte, die dieses propagieren. Und wenn ich jetzt bei mir in der unmittelbaren Verwandtschaft jemand habe, der 6 Nanogramm pro Milliliter Blut im Prinzip denn sein Vitaminspiegel ist. Und das sollte ja sonst schon oberhalb, also 30 ist schon eine Untergrenze. Und dann hat der Arzt dann gleich gesagt, was die Person alles für Krankheiten hat. Er hat dann 20 Krankheiten aufgezählt, die die Person haben muss, wenn dieser Vitamin-D-Spiegel da ist. Und wir mussten bei jeder Aussage Ja sagen. Darüber muss man halt nachdenken. Also ich habe noch selber eine Frage, die geht so ein bisschen in die von der Elisabeth. Das ist das mit dem Antiviral, also das antibakteriell und gegen dieses Wirkstoffe gegen Pilze und sowas. Das verstehe ich und das ist ja auch richtig nachgewiesen. Bei Antiviral stellt sich für mich immer die Frage, wie sicher ist das und wie wirksam sind diese Mittel gegen Viren, weil ja auch unsere Bienen selber an Viren erkranken. Also wenn die stark von Varroa befallen sind, dann sterben sie ja meist nicht an Varroa, sondern an den Viruserkrankungen, die dabei sind. Das heißt, es kann natürlich doch nicht gegen alle Viren wirken. Und gibt es da Studien, Aussagen darüber, welche Wirksamkeit es tatsächlich gegen Viren hat? Nicht nur Propolis, sondern zum Beispiel auch die anderen Dinge, die du erwähnt hast. Ich muss schon unterscheiden zwischen Propolis und Gilet Royal. Hm? Es gibt für alles gibt's Studien. Also wie gesagt, interessant ist immer unseren Abitherapie-Kongressen. Ne? Da gibt es einen Dr. Thomas Deutsch hier. Der hat sich sehr um Propolis im Prinzip Verdienst gemacht. Der hat in Brasilien studiert und hat er das grüne Propolis bei uns eingeführt. Und der durchforstet eben auch immer das PubMed. Also PubMed ist im Prinzip eine medizinische Datenbank, wo alle Studien dort, die also wirklich veröffentlicht werden wollen. Es gibt ja viel mehr Studien, die ja nicht veröffentlicht werden, aber die dort veröffentlicht werden. Und dann gibt es ca. 300 Studien jedes Jahr. Und dann hängt er die auseinander und sagt, das ist halt in Brasilien und das ist dort gemacht worden und in Japan und was weiß ich nicht alles, also in den ganzen Ländern. Und dann die Kernaussagen dieser Studien. Und wenn man da überlegt, dass das jährlich so ist, muss man sich mal Gedanken machen, wie erforscht im Prinzip diese Propolis-Arten, es gibt ja 13 Propolis-Arten auf der Welt, wie erforscht das mittlerweile ist. Und du hast natürlich recht, Propolis als natürliches Antibiotika tötet nicht alle Viren und auch nicht alle Bakterien. Und das ist ja für den menschlichen Organismus gerade ein Riesenvorteil. Wenn wir Propolis nehmen, dann wird unsere Darmflora nicht zerstört, was ja bei Antibiotika der Fall ist. Also ich, wie gesagt, ich hatte ja jetzt diesen Blinddarmdurchbruch und dann ist man ja operiert, notoperiert und liegt da im Bett und dann irgendwann wachst du auf und stellst fest, du hängst da am Tropf und ja, alles mehrere solche Dinge. Und am zweiten Tag haben die mich dann gefragt, haben sie da Schmerzen? Da habe ich gesagt, wie will ich die Schmerzen wissen, wenn ihr mich hier mit Schmerzmitteln vollpumpt? Also schaltet das mal ab. Und dann am zweiten Tag war die Antibiotika alle leer. Da habe ich gesagt, so, Antibiotika weg. Na, dann müssen sie Tabletten nehmen. Da habe ich gesagt, nehm keine Tabletten, ich habe Propolis mit, ich nehme Propolis. Dann kommt der Arzt und hat gesagt, Propolis geht auch, ist ein natürliches Antibiotika. Also es gibt auch Ärzte, die das eben anerkennen. Ich habe natürlich das hochdosiert genommen, ebenso, also sogar etwas mehr als jetzt hier propagiert. Ne?
Und ja, da habe ich kein Problem damit gehabt. Ich bin nach 6 Tagen wieder aus dem Krankenhaus raus. Also vielen Dank. Gibt es noch Fragen aus der Runde? Ich hätte nur eine Frage zum Imkern, nur im Zusammenhang mit dem, was jetzt gesagt worden ist, weil es ist ja von Schimmelpilzen gesprochen worden. Ja. Und jetzt stelle ich mir die Frage, wenn ich Dronenbrut rausschneide und das zum Beispiel in einen Kübel stehen lasse und dann ja sofort da ein Schimmel dabei ist, kann man das noch ausschmelzen, das Wachs, oder kann man sich da was holen? Das Wachs kann man ausschmelzen, weil das Wachs selber, das kann man in einer höheren Temperatur zuführen und das hat dann bei Schimmel überhaupt keine Bedeutung. Also das ist kein Problem. Man kann immer verschimmelte Waben und verschimmelte Sachen schmelzen. Das Bienenwachs selbst ist dann schon gut. Wobei ich natürlich dann unterscheide, wenn ich jetzt eine Drohnenwabe habe, dann ist das ja junges Wachs, aber wenn ich so eine alte, verkribbelte Wabe habe, die muss ich dann, die nicht vielleicht, die ich dann auch verbrennen. Ne? Aber ja, weil ich zuerst zu irgendwas gehört habe, dass da ja was passieren kann, wenn man nicht sauber arbeitet. Aber es ist schon klar, das ist nicht ums Wachs gegangen. Also ums Wachs geht es nicht. Aber es geht ja darum, wenn ich jetzt zum Beispiel die Thermik im Bienenvolk nicht beherrsche und das mit Folie abdecke, dann kommt es und es ist nicht gut isoliert. Dann kommt es einfach zu Kondenswasserbildung. Wir sind ja manche Imker der Meinung, Kondenswasser wäre gut und die brauchen kein Wasser holen. Das ist absoluter Quatsch. Kondenswasser führt einfach dazu, dass es Schimmelbildung gibt. Ja. Ja? Man braucht keine Feuchtigkeit da drinnen. Ja? Also wir müssen sehen, dass die Feuchtigkeit abgeführt werden kann. Und im Frühjahr, ich habe natürlich eine beheizte Tränke. Also meine Bienen fliegen hier an der beheizten Tränke und finden dort 20 Grad warmes Wasser. Und dann saugen die das auf, die fliegen ja bei 0 Grad, wenn die angefangen haben zu brüten. Ne? Dann saugen die das auf und habe ich keine Flugbienenverluste. Wenn die natürlich hinausfliegen müssen und finden da nichts und haben dann näher kaltes Wasser, dann werden die klamm und kommen auch nicht zurück. Also da gibt es schon riesige Unterschiede, was man also auch als Imker letztendlich dort machen kann. Ich habe in meinem Leben auch viel falsch gemacht. Also das ist ja nett. Ich habe auch immer viel dazu gelernt. Aber das ist ja gerade wichtig, dass man die Erkenntnisse dann auch versucht umzusetzen. Ne? Das ist ja auch spannend. Ja, und immer auch von anderen lernen. Also ich bin der anderen nicht fertig. Und ich nehme mir eigentlich in Anspruch, hier der Beste und der Allwissendste zu sein, um Gottes Willen. Also wenn jemand anders Besseres was weiß, dann nehme ich das ja gerne an. Ne? Vor allen Dingen jetzt eben auch durch diese Abitherapie-Kongresse kommt man eben auch mit sehr vielen Fachleuten zusammen. Das ist sehr, sehr interessant. Also ich werde meist eingeladen hier als Referent für die Bienenstockluft-Therapie. Aber dann lernt man halt viele andere halt auch kennen. Wie funktioniert denn die? Hat man da einen Filter? Also die Bienenstockluft-Therapie, da könnt ihr gerne auf diese Bicora-Systemseite gehen. Und euch dort mal schlau machen und ihr dürft auch gerne mir dort, also wenn ihr euch registriert zum Beispiel dort drauf, seid ihr nicht weiter als Interessent, kann ich euch Unterlagen schicken. Es gibt da bei uns ein Mietsystem, man kann auch solche Geräte mal mieten und erstmal ausprobieren. Also wir haben dieses Bienenstockluft-Therapie direkt zu einer medizinischen Anwendung gebracht und ist jetzt anerkannt, das ist ein Medizinprodukt, das Gerät. Wir haben das allumfassend mit dem Ärzteteam, da gibt es Anamnesebögen dazu und alles das, was man braucht. Also komplett, eine Komplettlösung für diese Sachen. Und wenn man sich mal überlegt, COPD Stufe 3, ne, rennt man mit einer Sauerstoffflasche rum. Und in 2 Saisons, also 2018 und 2019, im Sommer über mit Bienenluft behandelt, ist derjenige zurückgestuft worden auf Stufe 1, hat ein leichtes COPD. Haben die Ärzte gesagt, die Lunge heilt aus. Also das sei Erfolge, die hat die Schulmedizin nicht vorzuweisen. Das geht halt nur mit solchen Naturstoffen. Danke, toll, danke. Ja. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Also ich hatte mich auch etwas gewundert, dass du das Thema mit der Stockluft gar nicht mit reingenommen hast, weil das ja, ich sag mal, euer eigenes Steckenpferd ist. Ja, aber das aber ist vielleicht können wir so, das ein andermal mit. Das müssten wir noch einmal machen. Es ist ja so, das Stockluft-Thema ist so umfassend, dass man dafür eine ganze Zeit braucht. Aha, gut. Ja, also das ist, also diese gesamten Anwendungen, was man alles machen kann, die Studien, die wir schon gemacht haben, die einzelnen Anwendungen, wie man was machen muss, wie das Ganze aufgebaut ist. Also wer sich jetzt aus dem Chat
dafür interessiert, der sollte sich einfach bei uns kurz registrieren, schreibt dazu, wir haben uns im Chat kennengelernt und ich schicke euch Unterlagen. Wir haben sehr, sehr, sehr viele Unterlagen, die wir natürlich auch elektronisch zuschicken können. Gut, wenn es keine weiteren Fragen aus der Runde gibt, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich erstmal bei Jürgen für den interessanten Vortrag und natürlich bei allen, die sich heute Zeit genommen haben, live dabei zu sein. Also vielen Dank, dass ihr mit dabei wart und vielen Dank dir, Jürgen, noch. Ja, also allen alles Gute und bleibt der Abi treu.